Ja, grüß euch, liebe Autodarts-Interessierten. Vlog Teil 3. Ich habe ja angekündigt, wenn ich den rausbringe, dann ist mein Dartsraum schon so weit umgestaltet, dass ich ein funktionierendes Autodart-System zeige. Das habe ich im Wesentlichen in 5 Schritten realisiert und zeige dir das hier, wie gesagt, an meinem Beispiel, für welche Kameras ich mich entschieden habe, welche Haltearme ich nutze, wie ich das Ganze für mich installiert habe, mit welchem Rechner oder PC ich das mache und wie es am Ende funktioniert. Aber auch hier schicke ich vorweg, das ist wie gesagt nur eine, also meine Lösung, wie sie für mich sehr gut miteinander funktionieren. Es ist ein DIY-Projekt, das heißt, du kannst es vollkommen frei gestalten. Deutlich einfacher und günstiger oder auch deutlich teurer und edler. Und aus all diesen Möglichkeiten zeige ich, wie gesagt, eine Lösung, die für mich hier gut funktioniert. Aber im Kern sind es, wie gesagt, 5 wesentliche Schritte und dann kommst du wahrscheinlich auch zu deinem Autodart-System. Und los geht's. Und so sieht's bei mir vom Abwurfpunkt aus. Und mein Ziel war auch generell ein cleanes System ohne viel sichtbaren Kabelsalat zu kriegen. So. Entscheidung 1 ist zum Beispiel, welche Kameras willst du einsetzen? Wie du siehst, im Vergleich zu meinem vorigen Vlog habe ich jetzt ganz andere Kameraarme, aber auch Kameras im Einsatz. Das sind die Rolle Arcam 100 heißen die. Kameras, die du für 5 Euro bei Rolle direkt bekommst. Im Vergleich zu den Orki LM1E, die ich am Anfang verwendet habe, ist das Kameragehäuse selber schon ein bisschen kompakter und weil es ein ABS-Gehäuse ist, auch sehr stabil. Kameraarme sind nach wie vor die Robbel 3D gedruckten. Ich habe einen längeren Haltefuß verwendet, weil das Ganze ja auf einem Entkopplungssystem von Filizer basiert. Für diese Rolle-Cams gibt es jetzt noch kein wirkliches Gehäuse, zumindest nicht für diese modularen Arme, die wie gesagt in dem Robbel-Paket sind. Darum habe ich mir eins selber konstruiert. Das passt unten auf die Haltearme und hier kann ich die Kameras über die Haltenasen sehr einfach einklipsen. Ich habe die lediglich einmal quasi umgedreht, also um 180 Grad die Kamera hier von ihrem Sockel genommen. Kann man es da oben sehen? Genau. So, also die Cam war hier vorher genau andersrum drauf. Das heißt, die Linse hat weggeguckt. Und da das Ganze aber hier eine schöne Verschraubung im Gelenk hat, habe ich die Schraube rausgenommen, die Kamera einfach gedreht und dann habe ich einen Fuß oben eingeklemmt, über die Rastnasen reingedrückt. Wenn ich wollte, könnte ich das in der Mitte nochmal verschrauben, aber aktuell hält das mit einem 3M-Tape wunderbar. Mir war auch wichtig, dass hier nicht viel Kabel zu sehen sind. Die sind hier ins Gehäuse durchgeführt und gehen auch komplett durch die Arme hinter das Board. Und da ich das Ganze sowieso versetzt gebaut habe hier in meinem Dartsraum, sind generell keine Kabel zu sehen. Bei mir läuft das ganze Autodart-System über ein Q4OS Linux. Man sieht es ein bisschen an dem Monitor-Hintergrundbild da oben. Der wird von einem Thin-Client angesteuert. Den habe ich hier unsichtbar in dieser Mittelkonsole, wie übrigens den ganzen Kabelsalat. Ich habe ja gesagt, mein Ziel war unter anderem auch, wenn ich schon sowas baue und du hast ja zum Beispiel die ganzen USB-Kameras, also 3 Kabel, die in den Rechner müssen. Dazu braucht der Monitor Strom, der Rechner braucht Strom. Ich wollte hier auch kein Netzwerkkabel ziehen, also habe ich da einen Drahtlosadapter drin. Genauso wie Maus und Tastatur, um am Bildschirm ein bisschen was einzustellen oder zu kontrollieren, ebenso kabellos, sodass also nichts im Weg ist und stört. Brauchst du natürlich alles nicht zwingend für dein Autodart-System. Wie gesagt, das ist nur meine Lösung. Aber sie funktioniert mit einem 30 Euro Thin Client, also Mini-PC. Und der steckt hier in diesem Gehäuse drin. Ich nehme das mal ab. Das ist jetzt alles noch sehr einfach gemacht und zugänglich. Und hier steckt die ganze Magie. Nämlich bei mir ist das ein Dell Wise 5060, meine ich, heißt das Modell Thin Client. Das Wichtige ist, wenn du Autodarts mit einem Monitor betreiben möchtest und das, ich sag mal, relativ preisgünstig, dann empfehlen sich solche Thin Clients auf Linux-Basis. Aber wichtig ist die CPU, die sollte mindestens 4 Kerne haben, also physikalische Kerne und von der Taktung 2 GHz oder höher. Darunter wird es wirklich knapp, auch unter Linux, wenn du dann noch einen Monitor zum Beispiel mit ansteuern willst. Bei mir, wie gesagt, ist der mit dem Wonets Wi-Fi-Adapter kabellos verbunden, dass ich hier auch nichts ziehen muss. Und wenn ich den mal ein bisschen rausnehme, was mir an dem Wise Thin Client gut gefällt, ist, er hat zum einen genügend Rechenleistung, außerdem mehr als genug Anschlüsse. Und das bei einer Passivkühlung, denn der ist absolut lautlos.
Unter anderem hat er zwei Displayports. Man könnte also zwei Monitore direkt ansteuern. Ich nutze derzeit nur einen und habe hierfür einen HDMI-Adapter, um an meinen Monitor oben zu kommen. Hinten dran stecken zwei Kameras direkt mit einer USB-Verlängerung von 2 Metern und die dritte Cam über einen USB-Hub. Das ist der leuchtende hier. An diesem USB-Hub habe ich die Dongle für Tastatur und Maus und einmal die dritte Cam vom Autodart-System. Ebenso in einer 2 Meter USB-Verlängerung. Die Kabel bei mir, also von den Rollei-Kameras, haben noch 1,40 Meter. Das heißt, ich habe grob 3,40 Meter USB-Kabel. Da hast du hier und da auch ein bisschen Leitungsverlust. Kann dann schon mal sein, dass Autodarts im Boardmanager nicht alle Cams direkt erkennt. Ich habe es anfangs alle drei direkt hier hinten eingestöpselt, dann hatte ich genau 2 von 3. Darum, wie gesagt, eine einfach über den USB-Hub jetzt mit durchgeschleift. Und so funktioniert es bei mir. So. Den kleinen schiebe ich hier rein. Hier an der Seite hätte ich noch einen HDMI-Splitter. Da brauche ich nur auf den Knopf drücken. Dann könnte ich über den da unten angeschlossenen Fire TV-Stick oben auf dem Monitor auch noch andere Sachen machen. Aber hat nichts mit Autodarts zu tun. Denn alles, was über einen Webbrowser geht, läuft ohnehin übers Wi-Fi. Das heißt, ich kann oben natürlich Autodarts spielen, YouTube aufrufen und, und. So, Deckel wieder drauf. Ich nenne es halt gern schwebende Konsole. Denn so sieht es für mich alles wunderbar clean aus. Da stört mich nichts. Finde ich für mich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und jetzt gehe ich mal mit der Cam da nach oben auf den Monitor. So, und den Monitor kann ich wie gesagt kabellos bedienen und das ist auch sehr einfach. Ich nutze hier den installierten Chromium-Browser. Der ist ein bisschen ressourcenschonender und läuft prima. Und von hier habe ich natürlich direkt einen Anschluss an den Bordmonitor. Da kann ich reingehen und die entsprechenden Kameras starten. Da oben die Frames pro Sekunde mit 30, alles im grünen Bereich, so soll es sein. In dem Tab Calibration kann man auch sehr schön dann sehen, dass die Kameras erkannt sind. Oder mal umgekehrt, erst in die Config. Da ist Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3. Die sind wie gesagt entsprechend ausgerichtet. Die laufen bei mir mit 1280x720 Bildpunkten. Die Rollei Aircams bieten nur 3 Auflösungen an. 1920x1080 wäre einfach viel zu viel. 800x600 wäre nett, gibt es aber nicht. Also laufen sie einfach mit 1280x720. Und nachdem die 3 Kameras hier erkannt und ausgerichtet sind, so dass man die Darts mit den Flights entsprechend sehen kann, kann es dann auch in die Kalibrierung gehen. Und hier gibt es sogar eine automatische Kalibrierung, die habe ich im ersten Vlog noch gar nicht direkt gesehen. Wenn ich jetzt die Punkte einfach mal wegnehme, denn so fängt die Kalibrierung üblicherweise an, dann klickst du hier einfach auf Auto und er hat automatisch die passende Zuordnung auf diesem Zahlenring erkannt. Alles, was du dann machen musst, ist vielleicht nochmal minimal nachkorrigieren, ob die Punkte wirklich am Draht sitzen. Das sieht aber hier schon recht gut aus. Und dann sagst du Save. Dann siehst du im rechten Bild eine Draufsicht deines Boards mit dem entsprechenden Kalibrierungsgitter. Das ist bei mir noch nicht hundertprozentig deckungsgleich. Da muss ich mal sagen, da waren die Orki-Cams auf Anhieb ein kleines bisschen besser. Und das liegt daran, dass die Kameralinsen noch eine leichte Verzerrung, also eine Wölbung haben. In dem Fall kann man hier auch per Software nochmal das Distortion-Tool aufrufen und nochmal eine zusätzliche Kalibrierung machen, damit das Board möglichst gerade auch erkannt wird. Blende ich euch auch mal kurz im Bild ein. Das habe ich einmal ausprobiert, hat aber nur so semi-gut geklappt. Das muss man einerseits etwas gewissenhafter machen. Du brauchst eine wirklich plane Unterlage mit dem passenden Checker-Pattern von 25x25er Kästchengröße. Jetzt habe ich zum einen nicht so den optimalen Drucker. Das ist nicht wirklich Schwarz-Weiß-Kontrast. Und bei mir waren jetzt die Error-Werte, die am Ende angezeigt werden, nach wie vor zu hoch. Eigentlich wäre so ein Wert von 0,5 bis vielleicht 0,7 akzeptabel für die Cams. Und ich lag bei einer Cam bei diesem Wert, die andere war bei 0,9, die andere bei 1,2. Das ist zu hoch und hatte bei mir den komischen Effekt, dass damit eigentlich meine ganze Config und Kalibrierung nochmal komplett irgendwie durcheinander war. Also das sind jetzt einfach noch so Ausprobier-Erfahrungswerte. Nichtsdestotrotz, ich habe die Kalibrierung einfach gelöscht, beziehungsweise die Distortion. Belasse es jetzt hier bei der ganz normalen Autokalibrierung mit ein bisschen manueller Korrektur, dass das hier weitgehend deckungsgleich ist und damit spiele ich im Moment auch ganz zufriedenstellend. So sieht es halt aus.
So, und wenn ich jetzt spielen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier oben auf dem Monitor jetzt den Boardmanager quasi laufen lassen, auch zur Kontrolle, ob alles richtig installiert ist. Und gehe jetzt zum Beispiel auf das erste Tab Monitor und dann sehe ich so eine Art Echtzeitvorschau von meinem Dartboard. Hier ist dann meine Anlage. Und hier habe ich für mich nochmal so ein kleines Tablet installiert an so einem kleinen Schwenkarm, dass ich mir das hier vom Oki schön anzeigen lassen kann. Und hier muss ich ja jetzt nichts anderes machen, ist ja browserbasiert, als AutoDarts aufzurufen. Du siehst ja auch in der Oberfläche hier auf My Boards, das ist mein Linux Thin Client, der ist auf der aktuellen Version 0.22 und läuft. Also kann ich direkt auf Play gehen, ein X01er Spiel starten, in die Lobby gehen, Voreinstellungen lassen und jetzt kann ich hier Pfeile werfen und gleichermaßen da oben über den Monitor kontrollieren, wie das Ganze funktioniert. So, also habe ich jetzt mal hier Pfeile greifbar. Zack, bisschen improvisiert. Ich lege mir die mal hier aufs Fensterbrett. So, jetzt werfen wir zusammen einmal kurz Pfeil. Zack, erster Pfeil erkannt. 489 Single 12 zeigt er an, da auch, wo das Trefferfeld ist. Der Monitor da oben mit der Echtzeitvorschau zeigt auch in etwa ein ganzes Bild von diesem Dart. Oder Spielvariante 2, denn der Boardmanager läuft ja sowieso im Hintergrund. Den kann ich also gleich schließen. Ich gehe direkt auf die Autodarts-Oberfläche, logge mich also ein, wo mein Board ja auch registriert ist, und kann dann hier ein Spiel entsprechend starten oder laufen lassen. Das ist bei mir jetzt ein 501, der Klassiker. Zack, und dann in die Lobby. Mache hier meine Einstellungen. Zum einen gäbe es ja hier einen QR-Code oder einen Link, den ich teilen kann, um diese Session jemand anderen halt zu geben. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Session mit einem Bot auf Level 4 und starte sie. Und dann habe ich ja jetzt meine breite Spielanzeige gegen den Bot und dem Echtzeit-View von meinem Board. Und wenn ich das Ganze ebenso hier auf meinem Tablet aber haben möchte, also ein bisschen bessere Sicht in Oki-Nähe, dann mache ich hier auch wieder nichts anderes, als Browser aufzurufen, in meinen AutoDarts-Account zu gehen, auf My Boards zu schauen, gerade ein offenes Match, das läuft, nämlich das bereits erspielte. Und da kann ich jetzt hier auf diese Pinnadel gehen, Follow Board, und schon bin ich ebenso im Spiel. Und habe jetzt hier durch den Hochkantmodus erstens eine sehr schöne große Darstellung des Boards. Wenn ich zum Beispiel gegen einen Gegner spiele, kann ich das sehr, sehr gut sehen, wo wie der trifft. Und habe jetzt also hier eine Spielanzeige und da oben genauso. Also so lassen sich noch weitere Monitore ohne Probleme in dieselbe Session bringen. Und das ist doch wirklich ein geiles Setup. Hier mal ein Beispiel für eine Score-Korrektur, was nicht oft vorkommt. Ich tippe einfach auf die Zahl, die jetzt nicht ganz stimmt. In meinem Fall war es eine Triple 20 statt einer Single dabei. Gehe auf dem Touch-Display einfach auf den Dart, schieb den in das Feld und schon wird die Triple 20 mitgezählt. Autodarts, ein System, mit dem man sich beschäftigen, aber auch viel Spaß haben kann. Aber beschäftigen ist hier tatsächlich nochmal das Stichwort. Wenn du an Autodarts interessiert bist, und es scheinen sehr viele aktuell zu sein, denn ich kriege täglich wirklich Anfragen, die sich hier und da aber auch immer wieder doppeln. Und da geht es der Autodarts-Community, vor allem dem harten Kern, die da schon wirklich sehr lange betreuen und auch sehr viel da schon an Vorlagen und so weiter erarbeitet haben, nicht anders. So gibt es zum Beispiel eine komplette deutschsprachige wie auch englischsprachige Anleitung. Links dazu alle unten in der Videodescription. Und in dieser Anleitung steht sehr einfach auch erklärt, was müssen Kameras generell so können, was muss ein Rechner generell können, welche CPUs empfehlen sich, wie funktioniert es mit verschiedenen Betriebssystemen, mit entsprechenden Links, wo, wie du das Ganze dann installiert bekommst. Natürlich eine Erklärung zu Autodarts, wie die Kalibrierung funktioniert, bis hin zu zum Beispiel typischen Fehlern, die auftreten können und wie du sie beheben kannst. Ich möchte diesen Vorgang der Distortion noch mal ein bisschen genauer kennenlernen oder vielleicht auch eine Caller-Stimme noch installieren. Und auch hier hilft natürlich der Autodarts Discord,
Und da kann ich euch auch nur empfehlen, nutzt die entsprechenden Kanäle, die mit einem Hashtag vorne immer anfangen, beziehungsweise ihr leicht finden könnt. Wie zum Beispiel Hashtag Kameras, Hashtag Bugs, Hashtag Ideen, Hashtag Allgemein, Hashtag Einrichtung, Hashtag Hardware-Tausch, Mini-PC-Sammlung. Und genauso könnt ihr auch die Suche oben rechts entsprechend nutzen. Und oben rechts ist sowieso eine gute Orientierungsrichtung für den Discord-Server, weil in jedem Bereich habt ihr da oben angepinnte Nachrichten. Und es lohnt sich da auch wirklich mal reinzuschauen. Denn genau da findet ihr dann die Anleitungen, die Beschreibungen für jede einzelne Cam und ob die tauglich oder weniger tauglich ist. Eine Übersicht an empfohlenen Prozessoren und demgegenüber, welches zum Beispiel nicht so geeignet sind. Bis hin zu, wie gesagt, kompletten Rechnern und aktuellen Angeboten. Also DIY. Bisschen selber lesen, bisschen selber gucken und die meisten Fragen wirst du dir dann auch schon direkt beantworten können. Naja, und die dann noch offenen Fragen klärt die Community natürlich liebend gerne. Mich würde mal interessieren, wie eure Systeme aufgebaut sind und oder wie die aussehen. Leider lassen sich in den Kommentaren keine Bilder anheften, aber es geht ja über Instagram oder auch über die Discord-Community. Ich sage lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.